Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Far Cry 5. Und ja, ich habe hier noch was vorbereitet. Ich habe mir einen Heli geholt, mit dem ich schießen kann. Die Markierung kommt weg. Wo ist der Flusskanal? Den hatte ich ganz vergessen. Aber ich habe es schon neben der Folge ein bisschen vorbereitet. Da ist der Flusskonvoi, den gehen wir natürlich jetzt auch noch ausschalten. Und dann haben wir Fates Gebiet erledigt. So. Ich habe mir extra einen Heli geholt, mit dem ich schießen kann. Da kann ich es aus der Luft machen. Dann dauert es nicht so lange. Und dann sind wir bei Jacob im Gebiet. Dann haben wir ja schon zwei Gebiete komplett befreit. Ich bin mal gespannt aufs Ende. Es wird bestimmt ein epischer Kampf gegen Joseph. Hoffentlich, ich wünsche mir. Das Spiel ist richtig geil. Ich feiere dieses Spiel hier. Es ist zwar manchmal, also gerade anfangs, wenn du in die Gebiete kommst, ist es teilweise nervig. Weil einfach, ja, du kommst keine 5 Meter, ohne dass irgendwelche Gegner da stehen, dass du Zivilisten befreien musst oder kannst. Du musst ja nicht. Aber das ist in Ordnung. Also okay. Abgeschlossen. Die Kohle holen wir uns gerne noch mit. So. Das war's dann aber in dem Gebiet. Oder? Ach ja, genau. Das war noch bei John. Die wollten wir auch noch mitholen. So. Das war das mit dem Fisch. Da habe ich ja gesagt, die mache ich nicht. Und ja, das ist schon bei Jacob alles. Ja, okay. Dann fliegen wir jetzt noch dahin. Und dann sind wir auch schon direkt an der Grenze. Dann geht's los. Aber das soll ja ein harter Knochen sein. Der bildet die ganzen Fritzen ja aus. Ich denke, das wird das schwerste Gebiet. Das sehen wir dann. Uns schaltet keiner aus. Den Marshall haben wir leider verloren, aber uns kriegt ihr nicht. Glitch, Nixon. Wir sollten uns den Windmacher noch kaufen. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Wobei, müssen wir den kaufen? Den haben wir doch. Den dürfen wir doch so benutzen. Den müssen wir genauso wie die Helis einfach spawnen können. Das Silo, das brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Ausschalten. Wenn wir schon davor stehen. Jaxi hoch. Das war der letzte. Gut gemacht, Deputy. Du hast der Sekte einen gehörigen Dämpfer verpasst. Einen riesigen Dämpfer. Okay. Du hast sie regelrecht kastriert. Jetzt werden sie vorsichtiger sein. Das sollte dem Widerstand das Leben leichter machen. Weiter so. Alles klar. Jaxi hoch. Abgeschlossen. So war das nicht geplant. Aber gerne. Wieder eine Mission weniger.
gerade gehört, dass der Trailerpark von Kultisten umstellt ist. Sie glauben, dass wir den Überläufer entführt haben und werden alles tun, um ihn zu befreien. Unsere Leute sind umzingelt. Du musst eingreifen, schnell! Ja. Wir helfen. Diese Sünder haben vor, unseren Bruder zu foltern! Ihr da drin! Lasst unseren Bruder frei! Hört ihr mich? Er ist ein Gläubiger! Wir müssen hoch! Halt's Maul! Findet raus, was zu hören! Da, vor dem Gebäude! Nein! Da! Wo? Nachladen. Einer ist noch da. Meine Seele ist nichts als Müll. Meine Seele ist nichts als Müll. Was sind denn eure Seelen da? Trifft den Anführer des Widerstands. Da. Hallo. Dank dir kann die Sekte keine Scheiße mehr. Wenn er sagt, dass er Edensgate verlassen will, müssen wir ihm helfen. Die Peckys wollen ihn zurückholen. Wir müssen sie aufhalten. Komm, wir müssen sie wieder. Fuck, die Peckys sind wieder da. Hallo. Wo sind sie? Scheiße, Mann! Was ist denn los mit euch? Schild doch mal! Wo? Scheiße, Mann, wo kommen die denn alle her? Woo. Steh auf, guck! Der Überläufer hat Ärger! Verdient eure Errettung! Was das? Deputy, ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft euch in der Nähe der Anlegestellen. Sie dürfen mich nicht kriegen.
Scheiße! Nein, sowas nicht geplant. Ja, komm. Deputy, ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. So. Ihr trefft euch in der Nähe der Anlegestellen. Die dürfen mich nicht kriegen. Die kriegen dich nicht. Alles gut. Bring mich hier raus. Mitglieder des Widerstands sind unterwegs. Bring den Überläufer zu ihnen. Das nimmt kein Ende. Das sind irgendwie ziemlich viele, ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Sind das unsere Leute? Nein, sind's nicht. Was? Der Überläufer ist tot? Was? Deputy, ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft euch in der Nähe der Anlegestelle. Wir dürfen mich nicht kriegen. Ist das euer Ernst? So. Bitte, vergib mir. Bitte, vergib mir. Bis jetzt haben wir noch keinen Schuss abbekommen. Also chill. Trage den Überläufer zum Heck des Bootes. Was sind hier liegt? Wir kümmern uns um den Rest. Geht es Ihnen gut? Wir gehen hin, ja? Wir dürfen mich nicht kriegen.
die andere Wange hinzuhalten. Das ist der rechte Pfad. Gut gemacht, Deputy. Wir haben bewiesen, dass wir auch in die Irre das müsste aber jetzt können. Und weitere werden folgen. Du hast jede Aufgabe gelöst, die ich dir gegeben habe. Nun wird dich der Herr führen. Wenn du das nächste Mal in False End bist, suche die Kirche auf. Für ein Gebet ist immer Zeit. Dankeschön. Das wollten wir doch. Wow, du bist es wirklich. So. Sonst hatten wir auch hier alles. Ja. Auch alle Prepper-Verstecke. Okay, wir haben alles hier. Dann gehen wir zu Dave Fowler. Und jetzt beginnt die erste Mission in Jacobs Gebiet. Es ist jetzt ein bisschen her. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber was soll's? Fall doch um, Kumpel! Oh, was ein Tank, Alter! So, jetzt hast du es trotzdem gepackt. Das Feuer breitet sich aus! Kommen wir hier rein? Bestimmt nicht. Fehlt der Schweißgerät. Oder? Nee, können wir nichts machen. Gut. Jacobs Gebiet. Wir sind gleich da. Hurra, hurra. Whitetail Mountain. So, hier werden wir auch jetzt wieder allen 5 Metern Kultisten begegnen. Diese Berge gehören Eli und seiner Whitehill-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. So. Das ist das, wovon wir gerade gesprochen haben. Hier werden wieder alle 5 Meter Gegner sein. Dem Klatsch. Nixon. Glatsch Nixon. Einfach unglaublich. Dave Fowler. Hi Dave. Ich bin übrigens Dave. Dave Fowler. Wade und ich leiten das Fangzentrum gleich die Straße runter. Was, soweit ich gehört habe, immer noch in der Hand der Peggys ist. Mhm. Ich sag dir was. Wade kümmert sich nur um die Tiere. Ich hingegen befasse mich tatsächlich mit den Verkäufen. Besonders diese Cheeseburger-Wackelkopf-Figur. Das war meine Idee. Und dann hat Jacob praktisch alles mitgenommen. Ich hatte Glück, mit dem bisschen zu entkommen. Das wirkliche Problem ist aber, dass sie meine Cheeseburger-Wackelkopf-Figuren geklaut haben. Hast du eine Ahnung, was die wert sind? Das sind verdammte Sammlerstücke. Ehrlich, die sind total beliebt im Ausland und so selten. Ich wäre reich, wenn ich die online verkaufen würde. Ja. Also, wenn wir je wieder Internet haben. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sie aussehen, dann findest du eine da drüben auf dem Tisch. Das ist die einzige, die die Schweine gelassen haben.
Bastard! Oh mein Gott, du hast welche gefunden! Bitte, was auch immer du tust, finde auch die anderen. Danke, Kumpel. Okay. Top-Zustand. Diese armen Wölfe tun mir leid. Zwei Stück haben wir. Das ist nicht viel. Okay. Das war ja noch nicht viel. Skylar Cross. 234 Meter. Dann gehen wir mal dahin. Ist natürlich immer eine gute Frage, wo finden wir die? Oh, Scheiße, Mann. Jesus lebt. Scheiße. Anleger. Meine Angel und will sie nicht rausrücken. Hilfst du mir, sie zurückzubekommen? Du bist bewaffnet, oder? Schieß ein paar Löcher in seinen Krempel und jag ihm etwas Angst ein. Ziel auf das Fass! Echt jetzt, geil? Warum machst du das? Ich hab doch gesagt, dass dein Plan nicht funktioniert. Scheiße! Nicht das Bier! Das ist sowieso billig Bier! Du kannst ja nicht mal spielen! Okay, coole Mission. Nimm dein ganzes Hallo. Na? Nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn die Sekte hinter dir her ist. Sprich mit Skylar. Verdammt. Nach allem, was die Sekte hier angerichtet hat, kann ich nicht glauben, dass er meint, die beste Möglichkeit zu überleben wäre, sich ihnen anzuschließen. Er rafft es nicht. Ich versuche, uns hier rauszuholen. Also, es gibt da diesen Riesenfisch namens der Admiral. Es gibt einen Haufen Geld, wenn man ihn fängt. Und das ist dann unser Ticket raus aus diesem Höllenloch. Okay. Der Lin ist manchmal so ein Idiot. Ach, ich muss mal den Kopf freikriegen. Und das kann ich nur beim Angeln. Warum kommst du nicht mit? Ich würde mich freuen und kann dir dabei gleich ein paar Tricks zeigen, wenn du willst. Folge Skylar. Okay, das aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls noch nicht getan, und Kommentare sind immer wieder gerne gesehen, und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao. Und dann gehen wir ein bisschen angeln.